So, Greenwash dich doch selber. Da hatten wir ein tolles Fundstück. Da würde ich jetzt mal irgendwie dich um mal eine Stilkritik bitten. Patrick, was sehen wir hier? Was will der Künstler uns hier sagen? Worum geht es dabei? Warum ist das komisch? Naja, es geht darum, komm zu autobahn.de. Also es werden ja nicht nur in der Pflege und für die Energiewende Fachkräfte benötigt, sondern ja auch, wenn es nach den aktuellen Plänen so aussieht, dass Autos nicht diskriminiert werden dürfen, indem man jetzt zehnspurige Autobahnen baut, braucht natürlich auch die Autobahn. Fachkräfte und nein, das ist keine Satire, zumindest nicht, dass es mir bekannt ist, weil ich kenne diese Kampagne von Bahnhöfen. Ja, ich würde sagen, man verkauft uns hier, dass die Autobahn irgendwie irgendwas mit Umweltthemen zu tun hätte. Und dass man sozusagen suggeriert, wenn einem die Umwelt am Herzen liegt, dann soll man doch bitte zu diesem Unternehmen kommen, um mehr Autobahnen zu bauen. So, ich Man, hoffe, vielleicht ist es ja tatsächlich Satire, aber wie gesagt, diese ich habe, Kampagne gibt's. So. du gehst mit so einer Kampagne ja als dann immer auch mit mehreren Assets raus und tatsächlich habe ich auch die anderen Varianten auch schon in Gebrauch gesehen. Nein, nein, das ist tatsächlich etwas, womit Personal beschafft werden soll, halt eben für halt eben Autobahnen und so. Und wenn du sowas machst, dann geht es ja auch darum, weil du dann auch weißt, okay, ich muss auf dieses Mittel gehen. So, ne? Also ich kriege nicht genügend Bewerbung, auch nicht genügend interessante Bewerbung. Deswegen muss ich auf so ein breit angelegtes Medium gehen und muss dann hier wirklich darum werben, dass Leute zu mir kommen. Und deswegen, und da sieht man vielleicht auch ein bisschen schon, warum man versucht, das hier zu greenwashen. Denn er hat ja die Paraphernalia des Gemeinwesens dabei. Was er in der Hand hält, ist ein Lautstärke-Dezibel-Messgerät, so, womit suggeriert wird, ich, der fesch lächelnde junge Mann, ja, steht dann da und ich tue was für euch, denn ich sorge dafür, dass die Autobahn was leiser wird. Es gibt auch eins, da ist dann irgendwie eine Kollegin migrantisch gelesen, auch mit migrantischem Namen, die dann irgendwie was mit Data bla 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 macht. Ey, Alter, es geht darum, Straßen hier irgendwie aufrechtzuerhalten. What the flying fuck? So, ne? Und dass die ja ein Problem haben, dass sie keine Leute unter 40 mehr anziehen, das liegt das wahrscheinlich daran, A, weil sie wahrscheinlich Scheiße bezahlen und B, weil halt eben auch das jetzt nicht unbedingt der geilste Arbeitgeber ist. Und da versuchen sie jetzt C mit diesem sehr albernen Versuch, das irgendwie so grün anzumalen, so oder irgendwie so diesen fossilen Strukturcharakter abzubauen, dann irgendwie solche Sachen da anzupflanschen. Ne? Das ist, also wir haben es ja beide, glaube ich, auch sogar zur selben Zeit gesehen und uns dann irgendwie über WhatsApp dann darüber ausgetauscht, dass wir beide irgendwie komplett mit dem Kopf geschüttelt haben. Ich verstehe den Versuch und ich verstehe auch, warum man das so orchestriert hat und so weiter, aber es ist sehr, sehr hilflos. Ne? Also ich glaube, würden die einen ehrlicheren Umgang mit dieser Systematik haben, dann wären sie wahrscheinlich sogar erfolgreicher. So als Aspirant liest du das doch und denkst dann, was genau jetzt? Also wen soll das treffen und von was überzeugen? Ja. Ja, und das Schlimme ist, wenn sie damit auch Erfolg haben, werden wieder wichtige Arbeitskräfte und Ressourcen gebunden für diesen Quatsch, den wir an anderen Stellen viel, viel dringender brauchen, nämlich in der Schaffung von Wohnungsraum, in der Sanierung von Schulen, in der Energiewende, in der Ausbau der Netze. Wir brauchen, wie viele Windkrafträder will Olaf Scholz pro Tag bauen lassen, so wie wir Wohnungen 400.000. Keine Ahnung, und drei, vier am Tag. Leute, man kann, auch wenn die FDP das immer und immer wiederholt, man kann angeblich ja alles gleichsam, gleich schnell, in gleicher Intensität bauen. Forget it, das ist einfach glatt gelogen. Man muss priorisieren, fokussieren und jede Arbeitskraft, die hier reingeht, fehlt eben an anderer Stelle. Ja, auch genau. Also gesamtwirtschaftlich ist das sogar noch creepier. Ja, nee, also es ist ein schönes Beispiel, weil das halt eben so aus dem normalen Leben ist. Das kann man beobachten so und das ist schon ein bisschen was für Feinschmecker, weil die ganzen sehr, sehr groben Greenwashing-Verstöße, die erkennt man ja immer und da lacht man drüber und so weiter. Aber hier geht es auch darum, sich so ein bisschen das Mäntelchen überzuziehen und so weiter und das ist halt, ja, braucht kein Mensch mehr. So, beim nächsten Mal. Wir haben die Ehre, wir haben eine ganz tolle
Kollegin bekommen, nämlich Dr. Frauke Fischer. Das ist also, ich habe jetzt gesagt, sie ist die bekannteste Biodiversitätsexpertin. Wer auch immer das, also für mich ist sie das auf jeden Fall. Sie ist Biologin, Unternehmensberaterin, Mitglied in mehreren wichtigen Gremien und so weiter. Also die weiß tatsächlich richtig Bescheid. Also Biodiversität wird dann ein ganz, ganz starkes Thema werden, wenn wir mit ihr sprechen. Sie ist auch, hat auch den Umweltmedienpreis bekommen, auch zu Recht, und war auch die Autorin von dem Buch gerade. Deswegen freuen wir uns total, weil ihr Terminkalender ist halt auch ganz, ganz furchtbar zu und so. Insofern freuen wir uns, dass sie sich die Zeit nimmt und uns hier in diesem Format beehrt. Da können wir uns wirklich drüber freuen. Absolut, freue ich mich sehr darauf, dieses Thema nochmal wirklich zu vertiefen. Und ihr könnt gerne dann einschalten in 2 Wochen wieder, am 7. März ab 20 Uhr. Und wir haben die 3-Stunden-Marke erfolgreich geknackt. Jens hat wie immer gesagt, es dauert ja nur 20 Minuten. Damit ist alles wie beim Alten. Ja, wir haben halt eigentlich auch diese Stops dazwischen und so. Das Bild rechts ist ein Bild, das steht sinnbildlich für Technologieoffenheit. Natürlich kannst du ein eckiges Rad bauen, natürlich kannst du auch ein achteckiges Rad bauen, aber wenn du weißt, dass ein rundes Rad besonders gut geht, dann mach doch einfach ein rundes Rad, bis du irgendwas Neues erfunden hast. Und genauso könnte man das auch über die Energiewende denken. Man weiß seit 25 Jahren, was die Lösungen sind, man weiß auch, wo man sie hinstellt, was das kostet und so weiter. Man muss es nur tun. Jede Art, darüber jetzt neu zu diskutieren, ist nur dazu geeignet, dafür zu tun, dass gar nichts passiert. Und genauso könnte man sich auch ein eckiges Rad denken. Ja, und auch diesem Thema der Technologieoffenheit einfach so zu begegnen und zu sagen, wir müssen jetzt heute handeln. Wenn du heute nicht skalierungsfähig bist, dann melde dich bitte gerne wieder. Aber bis dahin machen wir die Dinge, die skalierbar sind, die möglich sind, die den meisten Nutzen bringen. Und wir warten jetzt nicht jahrelang, bis irgendwann irgendwas mal hochskaliert ist, sondern wir brauchen ja jeden Tag. So, also das ist völliger Irrsinn, sich auf diese Technologieoffenheitsdiskussion überhaupt im Ansatz einzulassen. So. Ja. Was ich hier sehe gerade, ich kann nämlich jetzt, normalerweise kann ich ihn nicht sehen, aber heute kann ich tatsächlich mal den Chat sehen. Und ich freue mich so, dass ihr euch so toll unterhaltet und so weiter. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich auch da, vielen Dank für auch das Lob und so weiter. Wir machen das sehr gerne. Wir machen das eben tatsächlich, dass viele Leute auf diese Themen aufmerksam werden. Also wir machen das nicht für uns so und jetzt auch, wir unterhalten uns gern mit euch, aber es geht hier nicht irgendwie um das ist keine Erlösabsicht oder halt irgendwie, weil wir uns gerne hier halt irgendwie abends da damit hier die Zeit verdingen, sondern wir wollen halt damit tatsächlich möglichst viele Leute erreichen. Und wenn ihr uns da irgendwie helfen wollt, dann das Lob und das Feedback tut uns immer richtig gut und sehr gerne könnt ihr das Ganze halt eben auch liken, kommentieren und abonnieren und insbesondere natürlich auch in Social Media mal weiterempfehlen, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Das hilft auf jeden Fall immer sehr. Auf jeden Fall. Und weil gerade hier aus YouTube und so weiter, man hat sich so ein bisschen alleine im Chat gefühlt. Auf Twitch ist wesentlich mehr Chat-Aktivität. Das heißt, wenn ihr Anschluss sucht, versucht es doch mal beim nächsten Mal mit Twitch. Oder ihr ladet viel mehr Leute ein, drüben bei YouTube mit euch das zusammen zu gucken und darüber zu diskutieren. Das wäre auch eine adäquate Lösung. So. Und genau, das Rabbit sagt Twitch Prime nicht vergessen. Das ist nett, weil wir tatsächlich nicht nur nichts verdienen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Kosten haben, wenn wir das hier machen. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch ein bisschen was im Klingelbeutel da lasst. Aber wie Jens schon richtig gesagt hat, darum geht es nicht primär. Das ist eher so nice to have. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns am 3.3. Wir sehen uns am 3.3. Stimmt, wir sehen uns vorher hier gar nicht mehr, ne? Genau, wir müssen alle zum Streik. Keine Ausreden. So sieht's aus. 3.3. auf die Straße mit euch. Und ansonsten geht es hier dann weiter am 7. Oder? Genau. Wie war das? Genau. Gut, ihr Lieben. Dann macht's gut. Auf bald. Tschüssi. Vielen Dank. Tschüssi. Ciao, ciao.